Sie befinden sich heute hier auf der thermischen Abfallverwertungsanlage in Ludwigslust. Die thermische Abfallverwertung besagt eigentlich ganz schlicht und einfach, dass wir die Abfälle verbrennen. Die dabei freigesetzte Energie verwerten wir. Diese Abfälle werden aus der Einsammlung angeliefert und werden in einem Abfalllager zwischengelagert, werden gemischt und werden dann der Verbrennung zugeführt. Die Gefahr, die jetzt besteht bei diesen unterschiedlichen Brennstoffen, ist einfach die Gefahr der Selbstentzündung. Die Gefährdung aus der Erfahrung, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir vor 2 Jahren einen größeren Brand hatten in unserem Abfallannahmebereich, der zu Schäden geführt hat, so ungünstig, dass dort auch binnen nach kurzer Zeit wir ein entsprechendes Feuer im Annahmebereich, sprich im Bunker hatten, den wir nicht in der Lage waren, mit eigenen Löschmitteln zu bekämpfen, sodass die Feuerwehr ausrücken musste. Unser Kunde kam mit einem Auftrag zu uns, die Müllverbrennungsanlage hier mit einer Brandfrüherkennung auszustatten. Dies haben wir dann mit unserem Partner FLIR zusammen gemacht, da wir mit der FCR-Kamera gleichzeitig eine Thermalkamera haben, die auch Temperatur messen kann. Der Vorteil, den wir haben durch eine Thermalkamera, ist, dass wir die Brandfrüherkennung dadurch auslösen, indem wir Wärmereflexion wahrnehmen und nicht nur auf das visuelle Bild dann vertrauen. Die 2 Kameras gucken auf den Müllplatz und wenn auf dem Müll ein Brandherd entsteht, das heißt, wenn es ja unter in dem Berg über 50 Grad warm wird, dann misst die Kamera die Temperatur und gibt somit einen Alarm. Dieser Alarm wird von unserem Managementsystem dann auf den Monitor gebracht und Sie können früh erkennen, dass da was ist und gleichzeitig dann die Löschanweisung geben. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir ein festes Bild haben auf dem Bereich, dass wir dort nichts zum Schwenken haben. Ein zweiter Vorteil ist, dass wir in das vorhandene System ohne viel technischen zusätzlichen Aufwand das System integrieren konnten. Die Ansicht ist klar und verständlich. Die Möglichkeiten, sie auf unsere Bedürfnisse anzupassen, ist einfach. Die FCR-Kamera zeichnet sich durch ihren Preis aus. Die Kamera ist deutlich günstiger als andere Wärmebildkameras. Der Sensor, der FLIR-Sensor da drin, hat 10 Jahre Garantie, was die Kamera sehr kostengünstig macht auch. Jeder Anlagenbetreiber will natürlich vermeiden, sich dort ohne Kosten aufzuwenden, um sein Unternehmen praktisch am Laufen zu halten. Das ist ein wichtiger Vorteil. Mit dieser Früherkennung, muss ich sagen, kann ich ruhiger schlafen. Aber nicht nur eine Brandfrüherkennung kann man mit der Kamera realisieren, sondern auch zum Beispiel eine Detektion von Personen, die über einen Zaun oder etwas gehen. Das heißt, auch mit dieser Kamera können wir das Gebäude absichern, das Gelände absichern und das Ganze in einem System.